Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von King Performance. Wir haben da M3 Touring, G81, X-Drive. Fahrzeug hat nicht mal 300 Kilometer runter. Neuwagen wurde vor wenigen Tagen ausgeliefert. Wir grüßen den Kunden. Vielen Dank für das Vertrauen. Es gibt heute H&R Gewindefedern. Einen schönen Satz 20 21 Zoll Wheel Force Felgen CF3. Das könnte man in zwei Varianten nehmen. Wir haben hier die schöne breite Variante mit den 305er Reifen. Das heißt Wheel Force CF3 Bronze Farbton auf Michelin PS4S. Bei den Reifen ist es so, dass wenn wir die Originalgröße nehmen, wir theoretisch einen mit BMW-Freigabe fahren könnten. Wenn wir aber die breitere Variante nehmen, sollte man bei der Variante ohne Freigabe bleiben, denn die 305er gibt es nur ohne Freigabe. Ansonsten wird der jetzige Sommerradsatz bzw. die Sommerfelge auf einen Michelin PA5 Winterreifen umgezogen. Das heißt, er hat dann im Sommer und im Winter Michelin-Reifen. Zu den Winterreifen kommt dann, da es die Originalfelge ist, eine Spurplatte Eibach. Das werden wir heute aber hier in dem Video nicht sehen, denn der Kunde fährt mit dem Sommerradsatz nach Hause. Die Felgen sind breit genug, da brauchen wir gar keine Spurplatte. Und ja, ich würde sagen, let's go! Wir haben 2,5 cm auf der Vorderachse und 0,5 cm auf der Hinterachse runtergedreht. Wir hatten von Anfang an einen Unterschied von 3 cm Vorderachse zu Hinterachse und jetzt haben wir einen Unterschied von 1 cm Unterschied. Wir haben nochmal nachjustiert. Man muss sagen, es ändert sich alles von der Achsgeometrie mit den sehr breiten Felgen. Wir haben hier eine 11,5er von Wheelforce und der Option, dass wir die breitesten Reifen auf der Felge fahren können, das heißt 305er. Und dieser 305er, da er keine Freigabe hat, baut nochmals sehr breit auf, muss man sagen. Deswegen, wir hätten auf der Hinterachse theoretisch noch etwas tiefer gehen können, haben aber bewusst etwas Komfort dagelassen. Wir denken, es ist definitiv so okay. Vom Gutachten und auch vom Platze hätten wir die Möglichkeit gehabt, Vorderachse und auch Hinterachse tiefer fahren zu können, aber haben wir nicht gemacht, weil ein gewisser Restkomfort muss für diesen Kunden da sein und ich denke, die haben hier auf jeden Fall einen guten Kompromiss zwischen Sportlichkeit, Optik, Tieferlegung, die man auch optisch wahrnehmen muss. Dennoch, das Fahrzeug muss weiterhin auch im Alltag bewegt werden und deswegen ist das hier ein guter Kompromiss, würde ich sagen. Natürlich geht es
immer extremer, aber man muss halt immer individuell gucken, das ist nicht für jedermann. Und für diesen Kunden wird das so, denke ich, am besten sein. Ein weiteres Video für die S8. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.